Bobo, so wird er genannt von den Fans. Slobodan Grujic war neben Timo Boll aus Sicht des TTV Gönnern der überragende Mann des Hinspiels. Gewann sowohl gegen Blaszczyk als auch gegen Chancy Bin und sorgte dafür, dass vor dem zweiten Finale die Spannung nach wie vor riesengroß war. 5:5 ja das Hinspiel. 3:2 die Führung im Rückspiel nun für Grenzer gegen Gönnern. Und sollte Blaszczyk gewinnen, wäre das in der Tat mehr als die halbe Miete. Denn dann würde Grenzer mit 4:2 führen und die Westerwälder, sie brauchen ja nur ein 5:5, um zum 6. Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister zu werden. Grund ist die bessere Platzierung in der Bundesliga-Meisterschaftsrunde. Grenzau ginge als Erster in die Playoffs. Und das hat den Vorteil, dass man in der Endabrechnung dann in der Playoff-Runde die Nase vorn hat. Wenn es beispielsweise 2x5:5 heißt oder 1x6:4, 1x4:6 und so weiter. Nach einer kritischen Periode, als Gönner mit 2:1 führte, durch den Sieg von Danny Heister gegen Marwenge und Timo Boll mit 2:1 Sätzen vorne lag gegen Patrick Korbel und es schon fast nach einem 3:1 für die Gäste aussah, haben die Gastgeber, hat der TTC Grenzau wieder Oberwasser und ist auf dem Weg, seinen Titel zu verteidigen. Zeigt dieses Rückspiel tatsächlich, dass alle Partien in diesen Finalspielen extrem offen sind. So erklärt sich das, dass es nur zu einer Wiederholung eines Sieges aus dem Hinspiel gekommen ist. Und nun hat Lucian Blaszczyk 5 Matchbälle. Jetzt noch 4 der Pole zum 4:2 für Grenzau, dass da nur noch einen Punkt bräuchte, um die 6. deutsche Meisterschaft in der Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Grenzau, ein Ortsteil der Gemeinde Hörgrenzhausen im Westerwald mit nur knapp über 100 Einwohnern. Das berühmteste Tischtennisdorf der Welt ist mal wieder auf dem Weg zum Titel dank des hinteren Fahrkreuzes. Im Hinspiel gab es Niederlagen für Chancy Bin und Lucian Blaszczyk in der ersten Runde. Im Rückspiel sieht es genau umgekehrt aus. Und deshalb führt der TTC Grenzau gegen den TTV Gönnern mit 4:2. Und deshalb sind die Westerwälder auf dem besten Weg zur Meisterschaft.